Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder Gaming. Heute spielen wir wieder mit FC Bayern München. Das erste Spiel in der Bundesliga in der neuen Saison. Das Ziel ist ja Meister werden. Ja. Genau. Und jetzt kann man eigentlich so sagen, die nächsten drei Spiele werden vielleicht entscheiden, wie es weitergeht mit dem Let's Play, wie wir es weitermachen, würde ich so sagen. Wie man es, ob man es lassen oder so behalten, das werden wir jetzt sehen. So können wir es machen. Das sind jetzt die nächsten drei Spiele, die wir jetzt wieder entscheiden werden, wie dann das Let's Play weitergeht, wie man halt. So sozusagen. Sozusagen, das steht jetzt, ob wir irgendwas ändern werden, aufstellen, allgemein, einfach in der Mannschaft und halt so alles in Ding der Karriere jetzt noch verändern angekommen. Werden wir in den nächsten drei Spiele so ein bisschen sehen, ob wir noch was verändern müssen oder beibehalten, das sehen wir halt einfach. Aber ich hoffe, dass wir jetzt ein gutes Spiel gegen Hertha ziehen, ein 3-Punkte-Spiel uns holen und somit um sozusagen das erste Ding nach Hause holen. Ich würde fast sagen, wen wechseln wir machen heute? Ich würde fast sagen, Krötzka geht heute gegen Pause. Dafür nehmen wir Kubo mit und Sané nehmen wir für Ding mit. Und er geht raus. Dafür nehmen wir. Nehmen wir noch rein. Heute nehmen wir mal Rashford rein. Okay, so passt es, so können wir es lassen. Und dann gucken wir einfach, wie die Saison heute so abgeht. Ich bin mal gespannt, wie die Start der neuen Saison so passiert. Und Elfmeterschießen müssen wir uns üben, Leute. Elfmeterschießen müssen wir noch ein bisschen üben, wie es aussieht. Das ist noch so ein bisschen unser Problem, was wir haben. Aber so ein bisschen, das wird auch unser kleines Problem in der nächsten Zeit. Dass wir da noch uns ein bisschen noch vorbereiten für. Aber mal gucken einfach, wie es passiert. Das sind jetzt noch viele für diese Woche. Und da schauen wir dann nach den drei Tagen noch, was wir, wie es weitergeht, was wir noch alles machen könnten in der Aufstellung und allgemein noch alles. So werden wir schauen, Leute, so werden wir es gucken, was passiert. Aufstellungsmäßig, taktikmäßig, werden wir auch ein bisschen was ändern werden, vermutlich. Wir schauen einfach, wie die restliche Woche noch hier geht, bis Ende noch die restliche Woche. Und dann können wir ja wahrscheinlich entscheiden, ob, wie, was wir noch machen könnten in dem Spiel. So könnten wir es machen. Wobei, ja, das ist Neuer, Nübel, Früchte, das sind jetzt das Problem. Was machen wir mit denen? Was wird gemacht? Das ist halt das große Überlegen. Was machen wir mit denen? Das ist jetzt die große Frage. Und wer wird den neuen Innenverteidiger-Part machen? Das kann auch passieren, dass Martin die Lichte vielleicht für Hernandez reinkommt. Das oder Werner. Das ist halt eine Überlegung, Leute. Es ist eine Überlegung. Wir werden es hinkriegen, Leute. Machbar wäre es, Leute. Machbar wäre es, Leute. Es ist machbar. Es ist machbar, aber wir müssen gucken. Wir müssen einfach gucken, was es passiert. Eieie. Wir werden auch ein bisschen mehr zelebrieren, das steht ich fast sagen, Leute. Ein bisschen zelebrieren die Spiele werden wir jetzt auch ein bisschen. Weil ich finde, das ist so cool gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt schauen wir mal, wie dieses erste Bundesligaspiel gegen Hertha BSC Berlin stattfindet. Und Bayern weiß natürlich heute ein 3-Punkte-Spiel. Und es geht um die Meisterschaft. Das Ziel ist wieder die Meisterschaft zu holen. Die Meisterschaft ist unser Ziel.
Meisterschaft ist das Ziel, das wir haben müssen. Alter, Junge, was war denn das, Knabi? Gut gemacht, Alter. Das war gut, Knabi. Das war richtig gut, Knabi. Aber eigentlich so weiter sieht es eigentlich gut aus, könnte man so bleiben, den Ball schon sagen. Weil es macht Spaß. Lewandowski, Mann, warum kommt der Ball nicht auf Lewandowski? Berlin kommt mit, oder? Alter, Berlin macht aber Druck, Alter. Wow. Alter, macht Berlin Druck heute. Und Isländer spielt heute auch mit. Aber man wird sehen, wie die Saison heute läuft. Kann Hertha BSC einen guten Start in die Bundesliga starten, oder? Oder werden diese unten kann Bayern heute ein gutes Spiel abliefern? Alter Schwede, die Bayern. Berlin macht heute den Aufbau, das Aufbauspiel. Alle unser Aufbauspiel tun die Berliner schon sehr unter Kontrolle. Muss man schon sagen, die machen hier schon richtig Dampf, die Berliner. Bayern muss schon das Tempo nicht darf nicht viel drosseln. Und immer nach vorne müssen mit beiden Spielen. Immer nach vorne. Und die Defensive von Hertha. Und schnelle Pässe nach vorne von Berlin. Es war ein schneller Pass, die waren was. Alter, Mensch, Man U verliert ein Megaspiel an Piemonte Calcio. Uha. Uha, dort hat Man U ein bisschen. Nein. Piemonte hatte eh jemanden verloren. Jetzt müssen sie wieder ein langes. Müssen sie eh langsam wieder ein bisschen auf die Mannschaft wieder aufbauen. Weil Bayern hat ja ein paar gute ein gutes Spiel, ein guter Innenverteidiger aus dem Team lief. Und ich bin fast am überlegen, ob man nächstes Jahr nicht Messi holen sollte. Vielleicht. Es wäre ablösefrei, das wäre halt vielleicht. Wir müssen halt gucken, ob man kriegen Messi. Das Bock hätte ich auf Messi, Leute. Ich hätte lieber Messi als die andere Myanmar oder so sozusagen. Messi hätte ich lieber. Alle, aber Messi ist ein cooler Spieler. Vielleicht könnte man ja mal auch, wenn man kriegen können sollten. Eine Idee wäre es eigentlich, Messi zu holen, aber ich bin mal noch nicht 100% sicher. Wir haben halt mega gute Spieler im Team, Leute.
Und Hertha spielt aber richtig gut. Wir müssen doch jetzt langsam mal überlegen, was wir jetzt ändern in der Aufstellung. Alter, die Mitte ist zu. Abseits. Die Mitte ist zu. Okay. Okay, die Flügel. Auch über die Flügel arbeiten. Vielleicht Werner reinholen. Dann noch ein paar schnelle Spiele. Noch schnelle Flügelspieler ins reinbringen. Wir werden halt öfters rotieren müssen. Wir werden vielleicht sehr viele Spieler. Das werden wir vermutlich machen, dass wir die Spieler mehr. Dass man immer die Spieler gut ausgeruht. Oh, Alter, meine Bälle. Okay, wir müssen. Wir müssen ruhiger spielen jetzt. Wir müssen ein wenig ruhiger spielen. Ja, so müssen wir weiter spielen. Ruhig und sachlich, schnelle Pässe in die Mitte und da gucken wir einfach mal. Ah, Gnabry wäre frei gewesen, meine Gnabry wäre frei gewesen. Gnabry wäre da frei gewesen, vielleicht wäre das die bessere Option gewesen. Ich verstehe nicht, was mit Kombo war gerade, oder im letzten Gespräch. Was für Gerüchte. Ja, es kann passieren, dass nicht jeder jedes Spiel spielt. Es wird vermutlich sein, jedes Spiel. Es kann immer sein, dass man nicht jedes Spiel. Wir werden öfters Spieler rausnehmen, Domol rausnehmen. Die älter erfahrene Spieler werden vielleicht auch mal nicht immer spielen dürfen. Das könnte auch das Ding sein und wir werden. Oh Mann, Hernandez, Mann. Okay, wir werden überlegen, wie spielen wir die Mannschaft nach vorne? Wie bauen wir die Mannschaft? Ja, aber Berlin ist aber richtig. Berlin spielt aber richtig gut mit. Die Berliner spielen richtig sehr gut. Das muss man sagen. Wir werden noch ein bisschen abwarten. Lang. Dortmund führt. Uha. Man merkt schon an, wir rennen an, wir rennen komplett dran. Okay, wir müssen vielleicht die Taktik ein bisschen ändern. Nicht? Ja, wir müssen weiter so spielen, einfach nach vorne. Wir müssen aber auch vorsichtig spielen. Boah, mein Knabi kam nicht durch. Ah, die Idee war gut, aber war nicht ganz so safe, aber es funktioniert. Ah, Mann, der Ball will doch nicht hin. Ja, die Defensive ist nur safe. Oh.
Oh, es immer den besseren Mann auf den besseren Mann spielen. Oh, zu lange gewartet wieder. Ne? Zu lange, Alter, Mann. Wir müssen jetzt langsam mal eine andere Taktik ein. Alter, wir müssen langsam die Taktik ändern, glaube ich. Boah, Alter, continue, Alter, Mann. Alter. Okay, jetzt ist die Überlegung, was machen wir? Alle. So Leute, jetzt müssen wir mal. Oh Mann. Wir machen erstmal Diego raus. Und Continue machen wir raus. Und Continue machen wir raus, Leute. Okay, Leute, jetzt müssen wir. Oh, Alter, der Versuch war es wert, Alter. Und Gnabry kämpft wie. Oh, Alter, der Versuch war es wert, Leute. Oh, Alter, Schwede, was? Alter, das Spiel ist so ein hartes Spiel, Leute. Die Berliner zeigen heute uns, was wir können, was wir noch nicht können. Boah, junge Ben. Alter Schwede, was für ein hartes Spiel heute, Leute. Was für ein hartes Spiel. Müller geht raus. Frankie de Jong. Da war wirklich der letzte Spiel. Ja. Jetzt wird's wichtig. Aber ich glaube, Coman muss raus, Leute. Aber das Problem ist, wir haben Sané kommt jetzt rein, okay, man. Ding ist, Alter, wir haben, Alter, guck mal,
die Spieler sind sowas von am Limit jetzt, Leute. Die sind so am Limit. Die Spieler sind sowas von am Limit gerade, Leute, Bayern-Spieler alle. Aber Komo ist halt am... Gnabry geht noch ein bisschen, glaube ich. Gnabry geht noch, Leute. Aber die beiden sind natürlich am... Boah, Junge, die Idee war nicht schlecht, aber du... Und die Berliner machen jetzt nur noch eins. Die Berliner versuchen, das Spielchen wie nach Hause zu bringen. Nur noch nach Hause. Die beiden natürlich versuchen, Bierchen wie durchzukommen. Durchzukommen, irgendwie ein Tor noch reinzuballern. Aber es wird eins so. Und die Hertha kämpft, die blocken heute. Ah, du, nicht durchkommen, nicht durchgekommen. Oh, Sané kam auch nicht durch, Alter. Sané kam auch nicht durch, Alter. Sané kam auch nicht durch, Junge. Ob Sané jetzt... Oh, komm da durch. Oh, Alter, Sané, mein... Junge, Junge, Bayern macht... Alter, das Spiel ist... Oh, Alter, der Ball. Ach, wir kommen. Oh, Pavard ist im roten Bereich. Alle sind im roten Bereich. Oh, und wieder nicht, Alter. Oh, Mann, Berlin. 2 Minuten werden nachgespielt, Leute. 2 Minuten. Alter, Leute, Alter, ich krieg Alter, Junge, Alter, Lewandowski, Alter, Mann, Alter, Schwede, es lief, Alter, gerade so, Alter, so, Alter, das, Alter, Mann, der Ball, Alter, Schwede, Alter, Schwede, Mann. Was war das gerade für ein Spiel, Alter? Leute, Mann, oh mein Gott, das Spiel ist sowas von knapp, Alter, meine Kacke, Alter Schwede, oh. Alter Schwede, meine Alter, das ist ja richtig hardcore, Leute. Okay, gerade so gepackt, wenn gerade so gegen Berlin gewonnen, oh Alter, Berlin hätte aber das... Berlin hätte es eigentlich verdient, das Ding zu gewinnen. Einen Punkt zu geholt, aber beinahe am Ende hat es einfach mehr gewonnen. Lewandowski will es mehr. Aber ich glaube, Leute, die Saison kann auch wieder eine spannende Saison werden für uns. Aber wir müssen weiter an uns arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Oh Mann. Leute, ja, das wird noch eine schöne Saison, Leute. Dortmund gewinnt, Leverkusen, Hoffenheim gewinnt, Augsburg gewinnt,
Alter, aber Dortmund gewinnt mit, und Hoffenheim gewinnt, das wird eine harte Saison, diese Saison. Könnte ich mir vorstellen. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Ja doch, wie immer. Alter, er ist einfach da, wir haben Glück, er hat sich im ersten Spiel, halt richtig verletzt nach 5 Minuten. Und da hat jeder gedacht, scheiße, er fällt für länger aus. Aber trotzdem. Mal gucken, was. Aber eigentlich. Ja, das muss man machen, das zweite. Das ist der untere. Weil es war. Wir haben angerannt. Und haben einfach das Tor nicht getroffen. Alles war. Hertha hat richtig mega gut gespielt. Muss man sagen. Genau, den Widerstand geleistet. Das ist halt mega. Und wir haben zum Glück gepackt. Und das war Danke für diese kurzen Aussagen. Aber hoffen wir mal, dass man so Spiele jetzt nicht noch durchgehend haben. Also, Alter, wenn man so Spiele weiter haben. Oha, dann wird es ja richtig heftig, finde ich, Leute, wenn man so Spiele weiter so haben. Das sind ja wirklich, wenn man so Spiele immer wieder haben, dann wird es, denke ich, nicht einfacher für unser Team, denke ich. Aber wir schauen einfach, was passiert, Leute. Was unser Team macht, was wir hinkriegen. Das werden wir sehen. Was wir hinkriegen ist gut, was wir nicht hinkriegen. Okay, das ist jetzt die Außenverteidiger, Außenverteidiger haben wir ein bisschen das Problem, aber ich denke, das kriegen wir auch noch gebacken. So Leute, ich sage, tun wir noch vorspulen wie immer. Oh, was passiert? 7 Millionen wollen die, okay. Eigentlich. Wir brauchen noch Außenverteidiger, glaube ich. Das würde ich sagen, gucken wir im nächsten Spiel, Gucke ich noch, ob man noch ein Außenverteidiger noch viel einer oder zwei. Und dann schau mal. Aber ich würde sagen, somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.